Kulturpodcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Steirischen Kunst- und Kulturpodcast Kunstfunken. Heute zu Gast hier im Behelfsstudio im Hotel Weizer, wo er derzeit untergebracht ist, weil er einen Krimi in Graz dreht, Michael Ostrowski. Lieber Michi, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier beim Kunstfunken Rede und Antwort zu stehen und der beinharten Befragung dich aussetzt. Voll gern, Werner. Ein bisschen Angst habe ich natürlich schon. Ja, ich wollte anfangen mit deinen Anfängen als Filmschauspieler. Und zwar war vor ungefähr einem Monat in der Diagonale diese LKH-Pilotfolge, wo ihr als Theater im Bahnhof fast eine ORF-Serie hättet machen können und die Pilotfolge, die dann gescreent wurde und keine Ahnung, warum es dann nicht zur Serie gekommen ist, dies hat jedenfalls der Michael Klawocka gedreht, also hat er Regie geführt. Und insgesamt habe ich, wenn ich mir deine Filmografie anschaue, sehe da, da gibt es einen Startpunkt und der heißt Michael Klawocka. Was bedeutet für dich dieser Regisseur und Autor, dem du zum Beispiel den Onkel gewidmet hast als Film, dem du das Buch gewidmet hast, dem du Hotel Rock'n'Roll gewidmet hast? Ja. Also, ja, okay. Ja, natürlich total viel, weil er für mich sowas war, also nicht nur ein sehr guter Freund und ein enger Freund eigentlich, sondern einfach auch ein Ermöglicher im positivsten Sinne und zwar immer so auf Gegenseitigkeit. Also ich glaube, er hat gesehen, dass da Potenzial ist bei dem, was ich geschrieben habe. Das war eben Nacktschnecken, habe ich eingereicht für einen Drehbuchwettbewerb des ORF und habe ohne zu wissen, wer da in der Jury sitzt. Und er war in der Jury für Kärnten und Steiermark und hat mich, wie der Wettbewerb aus war, dann angerufen und hat gesagt, du, ich wollte nur sagen, der Wettbewerb ist aus und so weiter. Und ich war in der Jury und ich hätte es vielleicht schon ein bisschen weiter pushen können, dein Buch, aber das wäre niemals gedreht worden. Also das kann ich da sagen. Deswegen hat er mir quasi angeboten, dass wir es gemeinsam schreiben. Mhm. Und genau so war es. Also der hat mich so aus dem Nichts angerufen. Und ab dem Moment, wo wir uns gesehen haben, war es eine sehr enge künstlerische und persönliche Freundschaft. Und das, was bei ihm das Spezielle war, dass er wirklich ein großer Möglichmacher war. Hm. Was hast du von ihm gelernt als Autor, als Drehbuchschreiber? Was hast du da mitgenommen? Das ist so schwarz am Song. Weil was ist Schreiben? Ich meine, du weißt, das ist selber, Werner, du schreibst da und hast immer geschrieben. Man schreibt halt einfach und dann probiert man. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich gebe mir jetzt tatsächlich wirklich 4 Wochen und schreibe ein Drehbuch damals. Mhm. Also eine Produktion im Theater im Bahnhof auslassen, habe ich gesagt damals, hey, ich brauche jetzt da Auszeit und schreibe das. Und hab, weißt du, und dann schreibt man halt. Und dann probiert man. Da findet man schon eine Art Stil irgendwie. Im besten Fall, und ich glaube, das hat der Michi Klawocka bei mir gesehen, dass es da was gibt, was ihm taugt, in den Dialogen, in den Ideen und so weiter. Und was ich dann von ihm gelernt habe, war einfach ganz konkret Learning by Doing. Also wie konzipiert man einen Film? Was hat das für Dramaturgie? Was gibt es für Möglichkeiten abzuzweigen? Wie gestaltet man Szenen? Und da kann ich jetzt nicht sagen, das ist ein Ding, sondern wir haben uns gegenseitig quasi, glaube ich, immer die Bälle zugespielt. Also, weißt du, ich habe einmal geschrieben, schick ihm das. Er schreibt weiter, schreibt um, schickt es mir zurück. Ich schmeiß das weg von ihm, was ich nicht so gut finde. Oder, weißt du, es war irrsinnig auf Augenhöhe ein super Austausch. Mhm. Du hast Nacktschnecken mit ihm geschrieben, Contact High. Mhm. Und Hotel Rock'n'Roll eigentlich auch. Ja, no, aber das ist ja dann nach seinem Tod, er ist 2014 gestorben und du hast dann mit dem Helmut Köpping umgesetzt, 2016. Ja, jetzt sind wir schon bei der Sex, Drugs and Rock'n'Roll Trilogie, ja, die diese 3 Filme verkörpern. Und wenn man sich die Liste anschaut an Filmen, die du gedreht hast in den letzten 20, 22 Jahren, das ist eine unglaubliche Liste. Ja. Welche Top 3 gibt es für dich selbst? Wo sagst du, wenn man jetzt sozusagen sich einen ersten Eindruck von dir als Schauspieler machen möchte, sollte, was würdest du empfehlen, dass man sie unbedingt anschauen soll? Das ist immer peinlich, oder? Über sich selber. Naja, na, oder dann fragen wir es anders, bei welchen 3 Filmen taugt es dir oder siehst du die am liebsten? Boah, also
ich kann das ja mit einer gewissen Distanz betrachten, weil ich ja selber quasi Drehbuchautor bin und dadurch irgendwie in alle Figuren reingehe. Weißt du, was ich meine? Also ich sehe da nicht immer nur meine Figur, sondern ich kann sie ja ein bisschen mehr von außen. Oder wenn ich Regie führe, also dann sehe ich das Ding ja auch nicht nur jetzt mich, sondern ich sehe die Rolle und so. Und dann denke ich mir, also boah, ich finde... Ich bin sehr glücklich über den Onkel, also über diese Figur, über das, über den Film, über dieses gesamte Universum, auf das, das freut mich. Ich finde auch die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott irgendwie sehr gut, weil es einfach als Film so, das einfach finde ich so kompakt, würde man sagen, wie beim Fußball, so die Mannschaft steht kompakt. Also den finde ich irgendwie sehr, das ist so vielleicht der, wie soll man sagen, der normalste unter den ausgerissenen Filmen, die ich gemacht habe, aber gleichzeitig vielleicht der dadurch publikumswirksamste. Ja, und ansonsten weiß ich nicht, natürlich macht man immer eigene Sachen, also ich finde, das ist schwer zum Sagen, ich finde natürlich, sind halt Nacktschnecken, sagen wir, weil es der erste war. So. Das erste Mal. Ja, das erste Mal ist immer. Unvergesslich. Ist unvergesslich, ja. Du hast da mit vielen prominenten Regisseuren zusammengearbeitet. Also ich habe gesehen mit dem Til Schweiger, Coco W2, glaube ich. Und ein Film, den ich sehr super finde, ist 1000 Zeilen. Ja? Mhm. Und da spielst du den Best Buddy von diesem Aufdecker des Klaas Relotius. Ein super Film. Wie war es da mit dem Michael Bulli-Herwig zu drehen? Also wie ist es dann mit in so einer Liga zu spielen, Warner Brothers Vertrieb und solche Sachen? Also ich glaube, ich war schon die Jahre davor immer wieder so bei Casting mal und dann haben sie sich nicht drüber traut, der Österreicher da ein bisschen, der redet so komisch und so. Und die Regisseure haben immer gesagt, ja cool, aber... Und ich habe geglaubt, ich glaube, das hat so... 10, 15 Jahre dauert, bis in Deutschland akzeptiert wurde, dass das, was ich mache, okay ist. Also das muss ich jetzt vorweg sagen, weil für mich war das jetzt nicht so der plötzliche Schritt in das große Ding, sondern ich habe ja davor gedreht, ich war noch niemals in New York, ich meine, das ist ja 12 Millionen Euro Produktion im größten Studio mit einem Skifib. Also weißt du, was ich meine? Ja, ich kenne das schon. Also das ist jetzt nichts, was mich irgendwie einschüchtert oder so. Sondern es ist ein Film wie jeder andere. Und der Bulli war irrsinnig nett. Ich habe auch nicht einmal ein Casting machen müssen. Also wir haben telefoniert und gesagt, der will mich unbedingt. Und weißt du, also das ist so, es klingt blöd, aber so auf Augenhöhe, dass man nicht das Gefühl hat, man muss da jetzt gerade auf die Knie gehen und vor Ehrfurcht, sondern du spürst es und probierst und probst. Ja. Und gibt es da jetzt eigentlich, wenn jetzt wenn du mit Deutschen zusammenarbeitest, also Regisseuren, einen Unterschied kulturell von der Anlage her, wie mit der österreichischen? Und gibt es einen spürbaren Unterschied zwischen so einer Riesenproduktion oder Großproduktion mit dickem Budget und einer schlank budgetierten österreichischen Produktion? In Wirklichkeit, also ist der Unterschied gar nicht einmal so groß spürbar jetzt für mich zum Beispiel, weil das, warum eine Produktion so teuer ist, hat meistens mit Drehorten, mit Ausstattung, mit Crew, mit Reisen, also das macht Filme sehr teuer. Von der Art, wie es dann gedreht wird oder wo man wohnt, also das ist nicht wahnsinnig viel Unterschied. Oder ich kriege ja ungefähr gleich viel zu. Also ich meine, es gibt ja kleine Projekte, da den macht man für kaum ein Geld, weil es einfach wichtig ist. Und bei so großen ist klar, verdient man vielleicht ein bisschen mehr, aber mein Gott. Und so auf dem Set selber, vom Feeling? Eigentlich nicht so viel Unterschied. Also es ist natürlich, je größer der Film, desto mehr Leute hast du dabei. Also wie ich mit dem Bulli zum Beispiel da gedreht habe in Spanien, da waren ein deutsches Team, ein spanisches Team, also da waren wir sicher 60 Leute grundsätzlich so. Mindestens, würde ich jetzt einmal sagen. Das ist schon relativ viel für europäische Verhältnisse. Wenn wir vorher geredet haben, weil ich gemeint habe, du solltest mal einen Bösen wieder spielen, und zwar der Tatort 2014, Paradies hat der geheißen, und da hast du einen Pfleger gespielt, der auf Crystal Meth ist. Und ich fand da zum Schluss, ja, wenn er gefasst wird und du fauchst den anderen an, also es ist so giftig, also wie so ein Kobra.
warum spielst du nicht mehr böse? Ja, weil immer Polizisten oder auf der guten Seite des Gesetzes. Bist du schon in einer Rolle drin oder liegt dir das mehr? Also ich muss mir den Tatort nochmal anschauen. Ich glaube, ich habe ihn schon mal gesehen, aber es ist schon sehr viele Jahre her. Ja, 10 Jahre jetzt. Ja, voll. Und ich muss da nachher wirklich eine lustige Geschichte zu dem Tatort, die ist wirklich gut, erzählen. Aber zu den Rollen der Bösen, ich habe gar nichts dagegen, einen Bösen zu spielen. Es sind ja grundsätzlich immer die Rollen, die einem angeboten werden. Weißt du, was ich meine? Und in den letzten Jahren immer vermehrt haben mir das ähnliche Sachen Leute gesagt. Ja? Und so, und dann, ja, aber dann muss eine gute Rolle kommen, weißt du so. Und ich selber, wenn ich was schreibe, habe mehr Lust, mich in einer anderen Rolle zu sehen, als in einem Bösen. Wobei zum Beispiel der Onkel für mich ja eine Rolle ist, die wirklich ambivalent ist. Der ist nicht nur gut, das ist nicht nur der gute Onkel, das ist einfach ein Schlitzohr. Ein Schlitzohr, irgendwie ein Hundesohn, ja, wie man gesagt hat. Also insofern, was ist das, gut und böse? Muss man sowieso einmal hinterfragen. Ja gut. Die Geschichte, soll ich dir schnell sagen? Zu Mautern? Ja. Ich habe Anglistik studiert auf der Uni in Graz und kriege irgendwann ein Schreiben. Und zwar, ich werde einzogen zum Zivildienst, mitten im Studium, und zwar als Altenpfleger nach Mautern. Okay. Und ich war so Schock mit zu meinem Institutsvorstand, der hat mir bestätigt, dass ich nur studiere, nicht, und Gott sei Dank abgewandt. Ne? Das ist, wenn du mitten im Studium bist, jetzt keine gute Aussicht, dass du plötzlich zum Zivildienst als Altenpfleger gehen musst, nach Mautern. Und dann war das wie viele Jahre später? Tatort war, glaube ich, 2013 oder so? Ja, 13 dreht wahrscheinlich, sowas, ja. 2014 im Fernsehen. Ja, das war dann ungefähr, weiß nicht, 17, 18 Jahre später, kriege ich ein Angebot, in einen Altenpfleger in Mautern zu spielen, und da dort, und zwar in dem Heim, echt? Wo ich hätte als Zivildiener hin sollen. Ja, lustig. Ist das irre? Ja, das Heim würde ich. Das Heim wollte mich sehen. Ja. Das hat mich ganz drastisch angezogen. Und das Coole ist, dass in Mautern mein Urgroßonkel Pfarrer war, der Wilfried, und der Johannes Silberschneider immer in Mautern auch war, bei der Minnadl, das war die Pfarrerskirche, und ich habe dann die Minnadl, mein Onkel ist schon gestorben vor einigen Jahren, aber die Minnadl dort getroffen beim Drehen, bin zu ihr heimgegangen, weil ich als Kind öfter dort war. Ja, also es haben sich mehrere Kreise geschlossen. Lustig, oder? Ja, super. Ja, schau, wenn man am besten. Silberschneider habe ich auch getroffen. Kommt dann viel zusammen. der Onkel, kommen wir zur Literatur. Also, ich habe mir bei dem Wikipedia-Eintrag fällt ja ein ganz wichtiger Punkt, und es ist die frühe Karriere als Literat. Das fällt, echt? Das fällt. Das ist noch drin. Wir können jetzt drüber reden, und dann kann man sozusagen bei Wikipedia sich auf dieses Interview berufen, weil sonst geht es ja gar nicht. Ah, okay, ja gut. Gut, das ist gescheit, ja. Ja. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Genau. Und zwar, du hast einerseits 1997 den Forum Stadtpark Poetry Slam mit dem Titel Gefühl gewonnen. Der Text ist dann in der Schreibkraft erschienen. Und du hast 2003 in dieser Anthologie Kafka in Graz, die ich damals rausgegeben habe, also fiktive Biografien berühmter Autoren in Graz, Wellbeck, Graz geschrieben, und es war ein super Text. Und also beide Texte sind so richtig Power, scheiß da nix, voll Flack drauf los. Ja. Dann war quasi 20 Jahre Sendepause, und dann kommt der Onkel, und der hat wieder den gleichen Geist, finde ich. Eigentlich. Schön, dass du das so siehst. Jetzt die Frage, gibt es irgendwas sozusagen in den Notizbüchern, kann man noch mit was rechnen? Wieder 20 Jahre Pause. Und ja. Hey, es ist voll interessant, weil uns verbindet wirklich so ein bisschen mein erstes literarischer Auftritt, so blöd es jetzt klingt, war eben bei dem Literaturslam im Forum Stadtpark. Genau, und wo du die Schreibkraft ausgegeben hast, wo der Text dann abgedruckt worden ist, und das war so irgendwie, okay, ich gehe da jetzt hin und lese einen Text vor. Weißt du, irgendwann, es war so wie beim Drehbuchwettbewerb, wo der Michi Klawocker dann zufällig in der Jury war. Ja. Okay, ich brauche einen Wettbewerb, damit ich einfach was mache. Ja, du hast alle abgeschossen damals. mit Abstand den Wettbewerb für dich. Ja, und das ist natürlich, du weißt, es braucht ein bisschen einen Mut, das mal rauszugehen damit. Und das braucht immer so einen Anstoß. Und ich glaube, das war damals der Slam da, der Literatur-Slam, nämlich nicht Poetry-Slam.
Und dann ab beim Onkel, dann so viele Jahre später, war es einfach die lange Beschäftigung mit dieser Geschichte, der Figur, dem Drehbuch, dass ich mir dann gedacht habe, jetzt habe ich das Wissen und den Stil für einen Roman. Hm. Das habe ich vorher nicht gewusst, ob ich das habe. Okay. Ich habe mir ja eigentlich gedacht, und ich habe dann beim Willkommen Österreich-Interview gesehen, ich habe mir eigentlich gedacht, du hast das Buch früher geschrieben und dann, und dann das Drehbuch unterbrochen. Aber dort hast du so geantwortet, als wäre es umgekehrt gewesen. Ja, es war auch umgekehrt, weil ich habe viele Jahre mit dem Helmut Köpping vom Theater im Bahnhof an dieser Geschichte herumgedoktert. Also oder wir haben uns einfach getroffen und ich bin immer der, der halt alles in Notizbücher reinhackt und dann habe ich irgendwie, weiß nicht, 7 Notizbücher über wirklich mehr als 10 Jahre gehabt. Und irgendwie sind wir nicht recht weitergekommen mit der Geschichte, bis mir irgendwann einmal so der, ich weiß nicht, ob es der Teufel war. Der Onkel hat mir am Krawattel gepackt und gesagt, mach jetzt die Geschichte. Dann habe ich den Helmut gesagt, so, wir setzen uns jetzt hin und jetzt schreiben wir dieses scheiß Drehbuch. Und das war so ein, also was man diese Geschichte haben wir lang entwickelt und dann hat man sehr intensiv gearbeitet an dem Drehbuch. Und wenn du ein Drehbuch schreibst, musst du sehr auf Dramaturgie, auf Stringenz, auf Knappheit, auf Geschichte, auf Story, auf Kohärenz, auf Verständlichkeit, also das wichtige Tools quasi, die du da brauchst, damit eine Geschichte funktioniert. Und ich habe so viel Vorarbeit geleistet gehabt für mich, dass mir der Roman eigentlich dann, ich habe zum Helmut dann gesagt, okay, ich habe gerade angefangen, einen Roman zu schreiben, ist das okay für dich? Weil ich habe, es war einfach auch wichtig, weil er ein Teil von dem ist. Ich habe mich einfach hingesetzt und habe mir den runtergerissen einfach. Okay. Ja. Ja, der hat auch diese Urgewalt. Ich lese ja Bücher oft parallel, ja, und den Onkel habe ich parallel gelesen zum philosophischen Essay Sensibel von Svenja Flasspöhler. Ja. So eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Hyperempfindlichkeit der Identitätspolitik. Ja. Und es war eigentlich wahnsinnig befruchtend, diese beiden Dinge nebeneinander zu haben. Einerseits dein Buch, wo sozusagen noch dieser Geist ist, der Befreiung, auch aus dem Geiste einer befreiten Sexualität heraus. Ja. Also quasi so ein bisschen alt 68er Nachwehen irgendwo. Und andererseits diese Beschäftigung mit Me Too und auch einer Empfindlichkeit, die sozusagen schon Sprache unter Verdacht steht. Und dann stehen bei dir so Sätze drin wie, war da nochmal rausgeschrieben, plötzlich schien er bester Laune wie ein Teenager, dem die Freundin das erste Mal die Titten gezeigt hatte. Und ich fand das voll super. Und ich fand es auch voll super, dass man das 2023 noch in einem Buch liest. Aber bei Rowohlt erschienen, die haben ja mittlerweile auch so Sensitivity Reader. Ja? Wie ist das durch diesen Sensitivity Check gekommen, das Buch? Ja, das ist ja gut. Also es ist so, ich glaube tatsächlich, dass, also zwei Sachen. Das eine ist, es ist aus dem Spirit vom Onkel geschrieben, der so denkt und der so ist und der das so sagt. Und gleichzeitig habe ich mich an meine Jugend erinnert und mir gedacht, ja genau, so war das. Ja. Aber weißt du, das ist das eine, wenn du schreibst ja nicht jetzt, also wie soll man sagen, du hast ja eine Figur, es ist ja eine Literatur, das der vergessen ja immer viele. Wenn ich sage, sag mir deine Titten in einem Dialog, dann ist das ja nicht, bin ja nicht ich, der sagt, sag mir, weißt du, das ist ja so absurd. Ja. Das ist ja ein Spirit vom Onkel, das ist ja gehört ja zu dem. Und außerdem hat der Rowohlt Verlag das wirklich geschnallt. Also meine Lektorin, eben eine Frau und auch der Chef, die haben das mögen. Die haben einfach gesagt, that's it. So ist das Buch. Ja. Da wird nicht herumgefackelt. Und ich habe auch kaum irgendwas jemals, also was geändert oder jetzt, also nicht stilistisch, sondern jetzt rein vom Ausdruck oder so. Ja. Ja, nein, es ist irgendwo, finde ich, es ist ja so zwei Welten. Einmal, wie kann ich mich befreien, wie kann ich zur Freiheit erlangen, was halt die Kunst oft ist. Und das andere, was jetzt so mit diesen ganzen Identitätspolitik ist, ist ja oft so, wie kann ich den anderen nicht verletzen, also oberstes Ziel. Mhm. Naja, dann hast du auf dem Buch ja super Blurbs. Also Blurb sind diese Werbetexte, Klappentexte, ja. Klarerweise von der Anke Engelke, die ja die Hauptrolle spielt im Film. Mhm. Ja,
auch schon super, Marc-Uwe Kling von den Känguru-Chroniken, ja, und dann Vogelabschießen, Elfriede Jelinek, ja, was der Wahnsinn ist. Lesen Sie dieses vielversprechende Buch, Sie stecken fest, das Buch wird Sie schon anschieben, bis Ihnen ein Licht aufgeht, vielleicht in einem schlichten Einfamilienhaus aus den frühen 70er Jahren. Alles möglich, Sie können überall landen, wie der Habicht im Hühnerstall. Wahnsinn, wie ist es dazu gekommen? Es ist ein Ausschnitt aus einem längeren Text, mhm, und sie hat gesagt quasi, wir können mit ihrem Text machen, was wir wollen. Also selbst, ja, ihr quasi Kritik oder was auch immer, Lob des Buches hat eine literarische Form, wie, ja, wie du, wenn du es liest, hörst du, ja, es auch. Und wir haben den Ausschnitt gewählt und ich finde, es war so, die haben mich gefragt, wen möchtest du für Blurb? Und ich habe gesagt, ich würde mich wahnsinnig freuen, die Elfriede Jelinek, weil ich weiß, die ist beim Rowohlt Verlag mit ihren Theatertexten und der ihr Lektor hat einen guten Draht zu ihr und bitte schickt sie das. Und niemand hat jetzt groß damit gerechnet, dass sie das lesen wird und wie es dann innerhalb von 3 Tagen gelesen gehabt hat und zurückgeschrieben hat, bin ich wirklich einen Meter hochgehupft vor Freude, muss ich echt sagen, weil das war für mich, ja, ich mag sie einfach extrem. Sie war immer für mich wichtig als Autorin und als Persönlichkeit und ich habe das Gefühl gehabt, da war, dass sie den Humor versteht in dem Buch und auch die Drastik teilweise der Sprache und auch das Sprachspielerische. Auch das, also es ist ja wie bei ihr, glaube ich, auch, obwohl bitte, ich will mich jetzt nicht vergleichen mit der Jelinek, aber wo ich gewisse Kongruenzen gefunden habe und mir gedacht habe, sie wird es verstehen, schon, dass man sagt, das ist Sprache, ist wie ein Rhythmus, ist ein Fluss, das ist eine sehr rhythmische Angelegenheit. Da geht es um das, was die Sprache nun mitbringt, ja, was sie nicht nur, was ein einzelnes Wort ist, sondern wie man damit spielt. Und das habe ich mir gedacht, die versteht das. Ja. Und das, ja, war so. Ja, ein total lässiges Beispiel fand ich, dass das Battle aus den beiden Teenager-Zimmern, ja, Young Hearn gegen, ja, Bilderbuch, glaube ich. Ja. Also wie du die 2 Texte verschnitten hast. Das lese ich ja immer. Ja. Ich lese das immer bei den Lesungen. Ja. Es kommt super an. Und weißt du, was ich immer sage? Ich will, dass das Buch Schullektüre wird. Ja. Das ist mein. Und sonst dann lachen immer ein paar. Sag ich, es ist überhaupt nicht lustig. Es gibt sicher Deutschlehrer heute im Publikum. Und ich zeige immer ein paar auf. Sag ich, es gibt im Buch ein Beispiel, wie du ohne was Eigenes zu schreiben Literatur machen kannst. Und zwar, du nimmst einen Text eben vom Bilderbuch und einen von Young Hearn und stößt die nebeneinander und schaust, was es macht. Und es ist nichts verändert an dem. Ja. Ich habe die 1 zu 1 so nebeneinander gestellt und plötzlich wird es ein eigenes Gedicht. Ja. Und ja, genau sowas. Und das kannst du ja in einem Roman machen. Ja. Einfach wurscht. Ja. Zack. Im Film geht es schwer. Nein, geht gar nicht. Weil, ja. Aber nochmal kurz zu Jelinek. Du hast gesagt, bei Willkommen Österreich, du hast wahnsinnig viel gelesen von ihr oder liest. War sehr prägend für dich. Gibt es irgendeine Rolle, die du gerne übernehmen würdest, wenn ein Stück oder ein Buch verfilmt wird von ihr? Boah. Ich meine, sie hat ja immer quasi, weiß ich, wie soll man das jetzt nennen, fragmentarischer oder jetzt nicht wahnsinnig dramatisch, wie soll man sagen, ihre Texte haben nicht oft große Rollen. Ja. Also, vor allem die der letzten Jahre. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, die Klavierspielerin ist klar, warum das verfilmt wurde, weil da gibt es ganz klar die Erika Kohut, glaube ich, heißt die Klavierspielerin, die Mutter und den Liebhaber, den Walter Klemmer und so. Also das sind ganz klare Figuren und ich müsste nochmal nachdenken, was für Sachen spannend wären. Ja? Vielleicht aber Michael wird sie mal an. Ja, ein Jugendbuch. Oder ja, wie heißt das? Jugendbuch für die Infantilgesellschaft. Für die Infantilgesellschaft, ja, habe ich 2 Ausgaben sogar, ja, daheim. Ich glaube, in einem Interview im Red Bull Italia habe ich gelesen, dass du damals beim Onkel bei der Filmfinanzierung ein bisschen Probleme gehabt hast, wegen, weiß nicht, ist es um Quoten gegangen? Habe ich das richtig in Erinnerung? Nein. Oder? Nein, gar nicht. Also, in dem Fall nicht. Dann lassen wir die Frage beiseite. Nein, aber kann ich da schon was dazu, ja, sagen? Also, aber wie meinst du um Quoten? So zu wenig Frauen beteiligt oder sowas? Jetzt weiß ich, was du meinst, ja, okay. Ja, doch, du hast schon recht. Also es ist so, dass in Österreich das Filmfördersystem so 3 große Säulen hat, wie Kinofilme gefördert werden. Mhm. Das ist über den ORF einerseits, ja, dann über den Wiener Filmfonds und über das Österreichische Filminstitut, genannt, ja, ÖFI. Und dann gibt es noch andere Förderungen, Steiermark, Land, Niederösterreich etc. und so weiter, Fernsehabkommen und so.
So, und alle haben mich gefördert, nur das ÖFI hat den Onkel nicht gefördert. Okay. Was relativ ungewöhnlich ist, weil wenn du schon mal alle Förderungen hast, dann wollen schon einmal sehr viel Leute in Österreich, dass der Film gemacht wird. Die wollten es halt nicht. Und das war natürlich irgendwie niederschmetternd, weil wir vor allem unser, mein Produzent, wir alle das Gefühl gehabt haben, also ich hätte eigentlich schon relativ viel gezeigt, dass Filme auch erfolgreich sein können und dass das was ist. Und das hat uns, muss ich echt sagen, es war ziemlich heavy, weil dann steht plötzlich das ganze Projekt vor dem Aus, ja, weil da geht es nur um 700.000 Euro oder so, ja, oder mehr. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen es trotzdem. Einfach, wir machen es. Es ist mir wurscht, aber mit weniger Geld und so weiter. Und wir haben es dann über zwei Privatfinanziers tatsächlich aufgestellt, die Kohle. Also das war echt ein unfassbarer Kampf, das kann man sich schwer vorstellen. Aber was natürlich war, es hat uns nicht geholfen, dass der Helmut Köpping und ich Drehbuchautoren und Regisseure sind, dass die Produzenten zwei Männer waren und der Kameramann, der Wolfi Thaler. Also es ist halt so, dass da auch drauf geschaut wird, dass möglichst Frauen dabei sind. Was soll man dazu sagen? Also ja, irgendwie verstehe ich es und irgendwie muss ich natürlich in meiner Situation sagen, der beste Film soll gemacht werden, also macht es meines, ich muss dran glauben. Mhm. Aber diese Diskrepanz gibt es natürlich. Mhm. Okay. Kommen wir zum Family Man. In der Bob Marley Band gab es irgendwann, ich glaube, der Bassist hat Family Man geheißen. Ja, also, und du bist irgendwie für mich auch so Family Man. Also bei Hotel Rock'n'Roll haben deine Kinder, Maris und Elisea, schon eine kleine Rolle gehabt. Der Maris ist der Bub, glaube ich, beim Banküberfall. Ja, genau, ja. Und dann haben sie jetzt beim Onkel tragende Rollen als die Kinder vom Onkel. Slash halt vom Koma-Patienten. Ja, voll. Wie ist das mit der Familie zu drehen? Die Hilde Dahlig, deine Lebenspartnerin, spielt ja auch in sehr vielen Filmen mit dir mit. Ja, wie ist das so am Set? Ich glaube, also bei der Hilde ist sowieso was anderes, weil die das ja auch schon seit langer Zeit macht im Beruf und wir haben uns ja immer austauscht über die Drehbücher, die ich geschrieben habe oder die, wo sie dann mitgearbeitet hat. Also da beginnt die Arbeit nicht erst am Set, sondern die ist ja auch immer involviert, also inhaltlich und man redet ja viel vorher drüber. Und selbst bei einem Film wie Die Werkstürmer, den wir jetzt nicht per se geschrieben haben, haben wir großen Einfluss gehabt aufs Drehbuch und wie wir uns das vorstellen und die Dialoge und so. Also da ist das, glaube ich, sowieso anders. Es ist beim Onkel... Für die Hilde war das gut, dass der Helmut und ich ziemlich klar gewusst haben, wie die Figur ist. Mhm. Ja, die Jenny, diese Krankenschwester, ein bisschen bipolar. Das war uns komplett klar. Ihr war es nicht so ganz klar, aber wir haben gesagt, ist genau, ist wie ein Kind. Du bist wie ein Kind. Du schaust alles mit großen Augen an. Nicht so viel denken, einfach tun. So, das hat, weißt du, also, das war irgendwie, das war nicht so leicht, glaube ich, für die Hilde, weil die Figur so weird ist. Aber wir haben gewusst, wie sie ist und das hilft dann einer Schauspielerin auch. Mhm. Und mit den Kindern war das natürlich nicht geplant, also beim Onkel, das war echt, was soll ich sagen, das war eigentlich ein großer Druck für mich einerseits, weil mir der Produzent gleich gemeint hat, naja, überlegt er das gut. Weil und ich habe gesagt, ja, es muss das Beste passieren für den Film und wenn die Casterin sagt, sie sind die Besten, dann muss ich ihr auch vertrauen und ich habe auch das Gefühl und der Helmut auch und weißt du, aber das ist nicht so, dass du sagst, hey, super, ich traue es mit meinen Kindern. Es ist eher so, okay, wenn es schief geht, kriege ich nicht nur ein Watschen, sondern Zähne, ja, weißt du? Okay. Das ist schon so. Ja, klar. Du bist schon exponiert. Ja. Also, ja, aber für mich war das... Da die natürlich, ich meine, ich muss sagen, ich habe natürlich vieles im Drehbuch auch auf meine Kinder geschrieben gehabt, weil die einfach in dem Alter waren. Mhm. Beziehungsweise hat die Finanzierung vom Film so lange gedauert, dass die Kinder langsam so alt waren. Also das gepasst hat. Ja, es hat passt. Sie sind in die Rollen gewachsen. Ja, voll, es hat passt. Und die sind einfach echte Geschwister und es war für uns einfach wichtig, dass das eine sehr große... Vertrautheit hat zwischen die zwei Jugendlichen, die sie sehr gern haben und gleichzeitig auch wahnsinnig streiten können in der nächsten Sekunde. Und ich muss sagen, Corona hat da auch sehr geholfen, unter Anführungszeichen, weil die waren so,
immer bei mir daheim und das war natürlich durch das Eingesperrtsein und 13 und 17, du bist, also die waren on the edge, wie der Steirer sagt, die ganze Zeit und haben sie angeschrien und im nächsten Moment zusammen gespielt. Ja. Aber das war perfekt für den Film. Ja, ja, super. Kommen wir noch zu deiner künstlerischen Familie, das Theater im Bahnhof. Also mit der Pia Hirzecker machst du ja sehr viele Projekte auch und mit dem Helmut Köpping. Und die halbe, das halbe Ensemble spielt auch immer wieder in deinen Filmen mit. Wann warst du das letzte Mal auf der Bühne im Theater im Bahnhof? Gute Frage. Also ich mache jetzt im Herbst mit dem Ed Hauswirt, der künstlerische Leiter vom Theater im Bahnhof, im Volkstheater eine Wahlgala, okay, zur Nationalratswahl. Das ist jetzt im, ich glaube, 29. September. Mhm. Ich sage das deswegen, weil ich eigentlich die letzten Jahre dann mit dem Theater im Bahnhof eigentlich immer moderiert habe, Demokratie die Show oder eben Wahlgalas gemacht habe. Als Schauspieler in einem Stück war ich, glaube ich, 2007 das letzte Mal. Okay. Ja. Das war vom Johannes Schrettle ein Stück, das wir bei den Wiener Festwochen co-produziert haben. Aber ich habe auch zum Beispiel mit der Johanna Moder gedreht, die auch da dabei war, bei unserer Gruppe Eigenbau, wo auch die Colette Schmidt dabei war und die Pia, der Helmut, eben der Schrettle Johannes und wir, also dieses, das mit der Johanna Moder zum Beispiel habe ich gedreht an Krimi aus Passau, da hat sie Regie gemacht. Mhm. Okay. Weißt du, also es ist lustig, es dehnt sich ein bisschen aus. Und ja, und so bin ich dem Theater eigentlich eher verbunden in einer Form von, wir engagieren mal Leute oder ich tritt mal als Moderator auf. Okay. Ja, letzte Frage schon. Ich war zu Ostern in der Wachau das erste Mal und dann in Spitz an der Donau gibt es das Hotel Mariandl, also mittlerweile aufgelassen. Echt? Aber es gibt dort ein auch aufgelassenes Gunther-Philipp-Museum. Habe ich gehört. Ja, man kann nicht mehr hin. Und so wie der Gunther Philipp quasi der Best Buddy Deutsche war in österreichischen Filmen, bist du ja ein bisschen der Best Buddy Österreicher in deutschen Filmen. Ja. Frage, wo soll dein Museum stehen? Und was soll da unbedingt drinstehen? Also wenn man beim Schwarzenegger Museum, da hat mich zum Beispiel am besten das Stahlrohrbett, das hat mich am meisten fasziniert. Warst du dort? Oder? Ja, im super. Tal, oder? Ja, finde ich gut. Ja. Stahlrohrbett? Ja, da ist also wie es in den 60er Jahren überall gestanden ist, in so beengten Verhältnissen, ein Stahlrohrbett und der ist da drin gelegen und hat quasi von seiner Karriere geträumt. Das ist großartig. Ich habe irgendwie vor kurzem gehört, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, dass er auf einem Elefanten reitend irgendwo. Ah nein, ja, oder dass er mit einem Panzer herumfährt, dass er sich alte Panzer kauft. Und okay. Das ist an das Stahlrohrbett, habe ich jetzt dran denken müssen. Ich finde, der Sprung vom bescheidenen Stahlrohrbett zum Panzer. Und angeblich mit Panzer über so alte Waschmaschinen gefahren ist. Also ich finde, selbst wenn das jetzt nicht stimmt, dass ein wüstes Gerücht ist, finde ich es ein schönes Gerücht. Ja. Schwarzenegger fährt mit alten Panzer über kaputte, ausrangierte Waschmaschinen drüber. Ja, es gibt ausgefallene Hobbys. Es ist ja ist ein Hobby. Genau. Altershobby. Ja, wo soll jetzt dein Museum stehen? Mautern, Rottenmann? ich habe ein bisschen ein Problem, glaube ich, mit Museen. Das ist das ist so ein bisschen, ich meine, man fühlt sich vielleicht geehrt, aber ich finde eher spannender, wenn ich, entschuldige, dass ich jetzt nicht so Antwort drauf, aber ich finde es lustiger, wie bei der Diagonale jetzt, bei der letzten, wie wir das Klavo-Special gehabt haben, zu überlegen, einen Filmpreis, einen Michael Klawocker Filmpreis für mutige Filme zu sponsern. Weißt du, was ich meine? Ja. Sowas finde ich eigentlich cooler als Gedanke, als zu sagen, ich mache irgendwo ein Museum, weil vielleicht lebt dadurch was weiter, zu sagen, für unorthodoxes Schauspiel oder sowas, so eine Medaille. Okay. Ja, Michael Ostrowski Medaille für unorthodoxes Schauspiel. Das wäre super. Ja. Oder für genreübergreifendes Agieren oder Dilettieren, sowas. Aber eine Medaille. Perfekt. Ja, super. Michi, vielen Dank fürs Gespräch. Und alles Gute. Toi, toi, toi. Für danke. Danke, Werner, war sehr nett. Hat mich echt gefreut.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur. Als zu sagen, ich mache irgendwo ein Museum, ja. Weil vielleicht lebt dadurch was weiter, zu sagen, für unorthodoxes Schauspiel oder sowas, so eine ja. Medaille. Okay. Ja, Michael Ostrowski Medaille für unorthodoxes Schauspiel. Das wäre super. Ja. Oder für genreübergreifendes Agieren oder Dilettieren, sowas. Aber eine Medaille. Perfekt. Ja, super. Michi, vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute. Toi, toi, toi für Danke. Die nächsten Filme. Danke, Werner, war es ja nett. Hat mich echt gefreut. Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.